Hallo, willkommen zurück in Ghost of Tsushima. Heute werden wir endlich Jonas Bruder retten. Auf jeden Fall. Ah nee, doch nicht. Stimmt, da war ja was. Wir machen hier weiter. Das Ogawa-Dojo steht noch an. Ah, ich muss nur die Banner zurückbringen. Okay. Keine Pfeile mehr, Unlucky. Alles klar. Stimmt. Wir haben in der letzten Folge sehr viel Backtracking gemacht. Auf jeden Fall. Wir haben das hier alles erkundet, das da unten alles erkundet, das hier alles erkundet. Und auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter und dann geht es hier rüber, bevor wir Jonas Bruder retten. Ja. Nur einer oder wie? Da ist doch einer. Ah, praktisch, Pfeile. Noch mehr Pfeile. Nein, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, da ist er. Zum Teil habe es nicht irrsinn. Kein Bogenschütze hier oben oder was? Ah, da sind sie alle. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die ganzen Leute?
kommen. Tentway! Oh, schade. Okay, das war's aber auf jeden Fall noch nicht. Ah, weil da hinten nochmal zwei sind. Ich vermute mal der letzte. Oder? Immer noch nicht. Mein Gott, ist Dojo riesig hier. Das ist ja furchtbar. Nein. Ich würde gerne deine Vorräte nehmen. Ah, okay, da sind wir durch. Gleich da vorne haben wir noch eine Box. Hier bin ich! Wo kommt er denn jetzt auf einmal? Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Sind die alle tot hier oder was? Nein. Na, tot. Auch tot. Na, typisch. Schade, ich hätte gerne alle gerettet, aber leider nicht möglich gewesen. Aber mich hat es gewundert, dass es hier keinen Anführer gibt. Weil normal ist eigentlich immer ein Anführer dabei, aber in diesem Fall nicht. Dann entzünden wir mal. Oh, oh. Macht's mal kurz. Ah, jetzt kommt der Anführer. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Was so ein Duell? Wie geil ist das denn? Oder wie sieht's aus?
Ja, im Duell. Ach du Kacke. Lass mal die richtige Kampfhaltung nehmen. Jetzt haben wir es gleich. Jo, Anführer getötet. Sehr schön. Okay, das ist cool gewesen. War was Neues, auf jeden Fall. Oh! LOL! Jetzt kommen hier Leute her, einfach. Chillig. Ich dachte, wir brennen das ab. Da fängt schon an zu buddeln. Okay, sehr schön. Na, Okawa Dojo befreit. Ein Technikpunkt verdient. Boah, sogar. Was? Zwei Technikpunkte sogar verdient, hm? Lol. Bevor die Mongolen hier einfielen. Haben ihn nicht gereicht. Sie mussten auch einander bekämpfen. Ah, okay. Oh nee, danke. Ah, das ist auf jeden Fall jetzt cool, dass die jetzt hier wohnen. Plopp, hat's gemacht. Ah, guck mal. Gehen wir mal darüber, würde ich sagen. Nein. So. Das habe ich herausgefunden. Ich kann sogar auch Flöte spielen, ne? Das ist richtig cool. Das geht in die Richtung. Ich vermute mal, dass eine heiße Quelle oder sowas oder irgendwas auf jeden Fall. Oder nach Fuchsbau kann ich mir schwer vorstellen. Das sieht nach einem mongolischen Gebiet aus. So sieht es nämlich auch aus. Die Kreuzung. Mongolisches Gebiet. Wir müssen ganz normal ausweichen. Weil wir können auch einfach. Zack, Anführer getötet. So schnell geht's. Diesmal nicht als Duell, sondern als Diener. Wer stellt sich mir zuerst? Ich glaube, ich kann sogar alle drei erledigen. Ich glaube, wir haben inzwischen die Fertigkeit dafür. Lass uns eine tolle Geschichte abgeben. Ja, eine Geschichte für deinen Tod, Bro. Sehr schön. Strahl. Sehr, sehr wichtig.
Hier gibt's wieder neue Pfeile. Na gut. Wo kann ich hier hoch, ist die Frage. Aber ich komme von hier hoch, da runter dann. Deswegen. Achso, wenn ich von hier komme. Okay. Ich sag mal Holz. Brauchen wir auch für die Rüstung. Ah, das war's doch noch nicht, ja. Oder? Ah, doch. Okay. Was ist tatsächlich schon? Ich dachte, hier wäre mehr los, aber das soll ja auch gar nichts sein. Ich war ja richtig enttäuschend hier. Die Grille höre ich. Nummer 5. Eigentlich wollte ich jetzt Jonas Bruder retten. Aber das ist hier ein bisschen... Bisschen so dazwischen gekommen. Was haben wir hier? Lager mit Vorräten. Tot. Oder eine Vorräte nehme ich wenigstens mit. Achso, davon ist schon der unbekannte Ort. Schmeckt. Ah, der Fuchs und Fuchsbau. Okay. Sehr schön. Ich hoffe mal, da geht's hoch oder so. Oh. Ich habe meinen Bogen gespannt. Ja, alles gut, wir sind da. Bald seid ihr frei. Mein Leben gehört euch. Ihr seid sicher. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Na, ist gut. Easy. Cool, ich bin voll. Folgen wir dem Fuchs weiter. Kurz ein paar Pfeile reingeballert. Wohin führst du mich denn, mein kleiner Freund? Ist ja brutal. Ach, hier hin. Okay. Sehr schön hier. Ich weiß nicht, ob wir da oben schon waren. Nee. Definitiv noch nicht. Das wüsste ich. Die kann man doch einsammeln, oder nicht? Diese Flammen hier. Oh, und schon waren wir hier doch schon. Na doch, hier waren wir schon. Okay, dann geht's hier hin. Wasserrauschkreuzung. Ja, von einem Fight zum nächsten Fight. So, wie die Quest fertig haben, retten wir Jonas Bruder. Halt
Jetzt muss er sein Tod. Wir gewinnen! Technikpunkte erhalten. Schmeckt. Die Vorräte nehmen wir auch mit. Ne, warte mal, Sakai Kando. Aber ich glaube, es war anders nochmal. Keine Ahnung. Achso, das ist schon hier vorne direkt. Ja, na gut. Mit einem Himmelsschlag. So. Oh, Bären! Oder was? Es macht so viel Spaß mit Boom zu spielen, Bruder. Jetzt ist er auch richtig tot, Bro. Was hat der vor? So, keine Pfeile mehr. Geht doch. Da schnell sein bei der Angriffskombi. Ja, Pfeile. So, da wollte ich mich gar nicht durchzwingen. Oh, shit! Wo bist du denn her? Zack! Das Legende erhöht. Okay. Danke. Okay. Mistoff. Na, gehen wir kurz bei Techniken rein. Also, was haben wir hier? Sprintschlag brauchen wir nicht so. Das brauchen wir auch nicht. So schlecht. Na gut, da reichen wir eh mal aus. Das ist nicht mal schlecht, ey. Was haben wir? Die Gegnerangriff der Beretten haben wir eine Chance, 20% der Gegner zu verängstigen. Okay. Warte mal, das will ich mir noch mal anschauen. Parade, Schnitt. Und dann kriegt er Angst, oder was? Jo, er rennt einfach weg. Ah, Dreh, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock, ne? Nicht ehrlich. Automatisch pariert. Oh, das ist okay. Ja, aber hier ist keiner mehr. Nee. Vorräte auf jeden Fall.
Ja, zwei Bären hierher gelandet. Was geht ihr denn her? Was verbeugen? Okay. Ja, nee. Ja, moin. Aber Fische, Digga. Hätte ich die Fische jetzt fangen können, oder wie? Bam. Weiß ich ja jetzt nicht, ne? Ja, hier werde ich wahrscheinlich die Kletterausrüstung brauchen. Die wir von Taka bekommen. So, das wollte wir ihn befreit haben. Weil Yuna meinte ja, man bekommt. Oh mein Gott, man. Taka kann ja auch Kletterausrüstung herstellen. Wahrscheinlich kriege ich sie da recht dann. Guck mal, da unten ist ein Fuchsbar. Es ist. Ja, okay, das ist der Ort. Was? Warte mal. Tja, deine Dörfer weggeflogen. Ach, scheiß drauf. Gehen wir zum Fuchsbau zurück. Ich komme ja schon, mein kleiner Freund. Ah, ich könnte ihn sogar streicheln, wenn das Ding weg ist. Das ist die schönste Mechanik, finde ich irgendwie. So, jetzt müssen wir noch gucken, ganz kurz hier vorbei. Okay, wissen, was hier ist. Aber das ist ja ganz schön zusammengebrochen, das Ding hier. Warte, war mich nicht schon mal? Nee. Oder? Bin ich dumm. Doch, hier war schon mal. Aber das muss ja Ewigkeiten her sein. Weil ich jetzt hier gar nichts mehr. Stuff nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Munition voll. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir zu Yuna. Nur kurz gucken, was das Ding hat. Was der Schmied für uns hat. Habt ihr schon gehört? Nicht alle Samurai starben.
Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Ah, okay. Sehr schön. Es wird euch gefallen. Da brauchen wir das mal, das ganze Eisen noch, ne? Acht Stunden. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ja, alles gut. Eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Voll schön, ne? Checken wir ganz kurz ab noch und dann geht's los. Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Ach so, Windlocken. Ich habe 18 Raubtiere. Das ist alles, womit ich zurzeit diene. Maximal, ja, dann warte ich noch. Bis bald. Aber die Windlocken benutze ich eh nicht so sehr. So, jetzt geht's hier hin. Ich weiß nicht, wo lang. Ich bin gerade raus. Okay. Rettungsaktion Luna. Das war ein Hallo. Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Kenji. Ich bin Kenji, aufrechter Händler. Berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Gebrochene Schmied. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu! Gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich finde die Mongolen. Hoppa. Bereit? Ja. Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Ja, schon längst, Bruder. Moin, Juna. Grüß dich. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, drückt er Sake raus. Kostenlos. Ja, jetzt müssen wir uns verstecken. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Mann. Bam. Seid bereit. Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor. Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände. Bitte. Die Chitteboy. Das. Das für die Asamo-Bucht. Das. Beeilung. Ach du Schande. Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Taka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Oh Mann. Ich hätte dich so gern gefightet, ganz ehrlich. Aber waren wir hier nicht schon mal? Bei der Asamo-Bucht? Wohin geht er denn? Wir müssen doch dahin. Ja stimmt, wir kamen da nicht weit, wir kamen da nicht rein. Es tut mir leid, ich hätte euch gerne gerettet, aber
nicht möglich. Wir sind ein trojanisches Pferd. Fights über Fights über Fights. Das hat wirklich geklappt. Ich hätte euch alle gefightet, Mann. Hat jemand die Mongolen verärgert? Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Ja, machen wir schon, Jona. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denkt dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Hier raus. Da, am Tor. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen, die Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Ich würde so gerne. Aber dann töten sie alle wahrscheinlich. Das ist bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Da ist er. Soll ich da auch den Rücken ballern, hä? Ich bin kein Sklave! Eins, zwei, drei, vier, bam! Muss ich wahrscheinlich. Oh, das war jetzt ein bisschen riskant auf jeden Fall. Und der hätte uns easy sehen können. Da hoch als nächstes würde ich sagen. Oder nicht, hier ist der Schmied. Ist das Taka? Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Du. Ich wusste es. Taka ist hier. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Du blöder Wichser, der Jana Mongol. Da ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Es ist die Frage, wo ist denn Taka überhaupt? Nein. Das ist ein Alarm ausgelöst. So eine Scheiße, Digga.
Finde einen Weg durch den Markt. Da ist alles voll. Ja, Bruder. Wir müssen es von dem Dach probieren. Weil hier ist weniger los, deswegen. Gut. Bastard. Er darf nicht entkommen. Und da ist er. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Wir dort aus. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Diese Kreuzung. Das ist ein bisschen arg viel. Seid ihr so feige? Aber wir können nicht ohne Fight gehen, bin ich ehrlich. Also ein Fight müssen wir mindestens haben. Also ein Feld war mindestens, muss mindestens sein. Hier ist ja alles voller Mongolen, ey. Mehr am Strand. Wir gehen in die falsche Richtung. Ja, das ist mir egal. Ich hoffe, ich kann das alles reden gleich. Hoch. So.
glaube, ich muss die Leute erst in Sicherheit bringen, dass ich fighten kann. Na guck mal, gut ist an. Ich würde das so gern durchraiden. Wo ist denn diese scheiß Kreuzung, Bruder? In die Richtung oder was? Ja. Achso, ich habe mich zwar abgerollt, aber. Da vorne, ja. Pferde, sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, Du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. So ein braves Pferd. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben es geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Izuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Taka, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr, ich bin dankbar. Gar kein Problem. Kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Schützenanstieg. Okay. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grafa. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Ja, aber viel Essen und Ruhe. Auf jeden Fall. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Das ist geil. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Ja, jetzt sind wir quitt. Das Feuer schüren. Der gebrochene Schmied. Damit haben wir Jonas Bruder Taka endlich gerettet. Ging ein bisschen länger tatsächlich. Aber, boah Gott, das sind jetzt viele Technikpunkte. Also von den Biken aus, ja. Drei Geschichten aktualisiert. Ja, jetzt ist genau das, was das hier so unklar war, ne? Wegen dem hier. Kamatsu. Also, aber bevor wir jetzt weitermachen. Schnellreise zum Geschenkaltar. Wir holen uns die Vorräte ab. Noch. Danke. Oh, warte mal. Na ja. Na moin. Haben so ein Schnurrbart, Digga. Okay, jetzt haben wir Taka befreit. Sehr schön. Und Seffi gefightet. Jetzt werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Asamo-Bucht machen. Das ist, glaube ich, klar. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Jo, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Seffi gefightet. Und es steht eine offene Rechnung noch da. In der Asamo-Bucht. Machen wir jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Schaut auf Social Media vorbei. Alles verlinkt in der Beschreibung. Und jetzt geht's ab.
geopfert. Kehre zu Asamburg zurück. Auf jeden Fall. Das machen wir. Aber in der nächsten Folge würde ich auf jeden Fall sagen. Waren wir hier schon? Weil ich höre keine Grille. Mal ist hier eigentlich immer eine Grille. Aber die haben wir wahrscheinlich eingesammelt. Was das angeht. Ja, dann machen wir. Dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Aua. Sind das die Strohhüte? Das sind zu viele Wachen. Wir haben keine Chance. Moin! Etwas tun. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf! Machen wir. Aber in der nächsten Folge.